Morgens 9:30 in Dortmund. Zeit für zwei Klappstühle. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den PS-Profis. Das ist Jean-Pierre Krämer. Und das ist Sidney Hoffmann. In dieser Folge suchen wir für den Dennis ein Sportcoupé für um die 12.000 Euro. Ganz genau. Und wenn ihr wollt, dass wir ein Auto für euch suchen, dann bewerbt euch unter psprofis@sport1.de. Ich gehe jetzt. Nee. Wir warten hier bis zum nächsten Finale. Kannst einen drauf lassen. Müssen wir eh nicht lange warten. Sieht Streik. Der geht ruckizucki. Geht doch. Richtig gehört. Dennis ist Schalker und sucht ein Auto. Unsere PS-Profis wissen noch nichts von ihrem Glück. Sie sollen den Traum vom Sportcoupé erfüllen. Dafür ist Dennis direkt ins Feindesland nach Dortmund gekommen. Warte mal, ganz kurz. Bist du Dortmunder? Nein. Wer bist du denn? Auf jeden Fall kein Dortmunder. Warte mal, woher kommst du? Gelsenkirchen. Alter Schwede. Jetzt genieß mal richtig die Zeit hier, guck mal. Das ist ein Stadion, nicht so ein Klappstuhl. Das sind doch mal richtige Farben hier oben, siehst du das? Eigentlich muss man da was fragen. Du weißt aber schon, dass wir Dortmunder sind, ne? Dürfen wir dir ein Auto suchen? Aber selbstverständlich. Wir haben das macht an dem Auto ja nichts. Was suchst du für eine Karre? Ja, ich suche ein sportliches Coupé. Mhm. Budget 12.000 Euro. 12.000 Euro sportliches Coupé. Guck mal, direkt Isa, ne? Er weiß, er hat nicht viel Zeit als Schalker hier. Wie viel PS soll es denn sein? Also 200 sollte er schon haben. Und was muss er so können? Farbe? Ja. Blau oder was? Blau-weiß? Gelb soll er nicht sein, aber so schwarz, silber. Passt. Schwarz, silber. Wow, so Nissan 350 ist nie eine schlechte Wahl. Nissan allgemein, ne? Also hier einmal entlang gucken. Immer schick und schnieke. Das lässt aber mein Budget nicht zu. Ich sag ja Nissan allgemein. Aber pass auf. Guck mal, was Vernünftiges brauchst du? Was Deutsches? Hier. Vernünftiges Stahl, weißt du? Der kann auch was ab. Und ja, der ist auch von Werterhalt. Ist es immer gut. Ein bisschen sportlicher. Ja, gibt es auch andere Varianten davon. Auch rund, habe ich da gerade im Kopf. Fängt mir einen Tee an und hört mir einen Tee auf. Auch nicht schlecht. Weißt du, welches Auto? Audi TT. Der so. Mann kann was. Ja, wenn wir was haben, dann sagen wir Bescheid, ne? Ja. Ja, in dem Sinne, hau rein. Hau rein, ne? Herzchen. Gib dich Foto drauf. Ciao. Viel Spaß. Tschüss, Dennis. Aber der Auftrag ist schon ganz cool, ne? 12 Mille, Sportwagen-Coupé. Ja. Habe ich irgendwas Bock drauf, ne? Fällt dir das ein? Ja, TT. 350er. Hm. Dann brauchen wir noch was, ne? Einen Laptop brauche ich zum Suchen. Den hole ich jetzt. Gesucht wird ein Sportcoupé mit mindestens 200 PS für maximal 12.000 Euro. Ist das machbar? So, ich habe ja was erzählt von einem TT, ne? Ja. Was Runden. Ja. Hier habe ich einen. Der ist zwar etwas teurer angesiedelt, aber der sieht echt taco aus. Was kostet der? 11,9. Für einen 2000er, einen Quattro, einen großen. Das ist aber schon eine Menge Holz. Aber der scheint wirklich, der hat 111 gelaufen. Okay. Ich habe hier einen 350Z. Ja. 2004er Baujahr, 95 gerannt. Die 280 PS Maschine ist schwarz-matt und sieht auf den Bildern wirklich akzeptabel aus. Kann ich anders sagen. Der steht in Essen. Da nehmen wir Chrysler Crossfire. Meinst du? Ja. Ich bin letztens wieder über so einen gestolpert. So schlecht sind die nicht. Nein, schlecht sind die überhaupt nicht. Ist ein 2004er, 77 gelaufen, Mensch. Das ist nichts. Bei Auto aus Schlunz. 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 Ja, absolut Schlümpfe, ne? So, ich würde sagen, ja. Du Nissan, ich TT, wir Chrysler Crossfire. Ja, ist ein Deal. Auf geht's. Auch wenn es nicht so aussieht, die Jungs wissen, was sie tun. Jean-Pierre macht sich direkt auf den Weg nach Essen. Ich muss eins erklären. Es gibt Auswärtsspiele und es gibt Heimspiele. Und das wird jetzt ein Heimspiel. Warum? Ich guck mir den 350Z an. Bäm! Wird gut. Warum? Deswegen.
Dieser Nissan 350Z, gehüllt in matt-schwarze Folie, stammt aus dem Jahr 2004. 94.700 Kilometer Laufleistung gehen voll in Ordnung, wie auch die 280 PS. Nur beim Preis hat PS-Profi Jean-Pierre noch etwas Arbeit vor sich. 11.900 Euro sind zwar im Budget, aber da muss noch etwas gehen. Es sei denn, der Japaner ist ohne Makel. Das ist eher unwahrscheinlich, da der 350Z mit Heckantrieb und Sperrdifferential gerne zum Querfahren benutzt wird. Was bei diesem Japaner Sache ist, muss JP jetzt herausfinden. Händler Hakan verkauft den Nissan im Kundenauftrag. Was kannst du mir denn sagen zu dem schicken Ding? Ja, zweite Hand, hast du gelesen. Mhm. Auto kommt aus einem seriösen Vorbesitz. Was ist denn seriöser Vorbesitz? Weiß ja, Frau gefahren. Erst Ach, die Nummer. Die Nummer. Frau gefahren, nie gefahren, 80 Vernünftig Jahre, gefahren, 12 genau. Wagen. Genau, nein. Nein. Spaß beiseite, 3 Jahre eine Firma gefahren, im Sauerland irgendwo. Dann die letzte Besitzerin halt eine Dame mittleren ruhigere Alters. Dame. Ruhigere Dame. Die kauft natürlich auch so ein 350Z. Ne? Warum auch immer sie im Brief steht. Driften ist immer beliebter. Immer vernünftig gefahren. Achso. Ich stelle mir gerade vor, wie Ömsken da sitzt am Kaffeetisch, ne, und denkt sich so: Ich habe in der Brigitte gelesen, dass Schwarz-Matt ja auf den Sportwagen ganz in ist. Sollen wir das machen? Dann sitzen die alle am Kaffeekränzchen mit ihren Küchen und den Tassen und denken so: Ja, Schwarz-Matt wäre ganz schön. Hier fahren die Twingos demnächst auch in Schwarz-Matt rum. Also einen schwarz-matt folierten, heckangetriebenen japanischen Sportwagen fährt keine alte Dame. Und dann saß du auch in Hassans Gesicht so. Ist ein Argument. Der Sohn ist gefahren. Das ist schon komisch. Also folgendes, Frau steht im Brief, genau, wahrscheinlich so eine Mann gefahren. Ich denke mal so auch. Sieht's aus. Pass mal auf, guck mal hier. Ja, drück doch einfach. Siehste? So einfach geht's. So, das erste kommt. Wurde auch schon überzeugt. Und zwar, der Nissan 350 hat Riesenprobleme mit den Dämpfern, nämlich hier. Der hält in der Regel den Deckel nicht mehr auf. Wenn ihr das Problem auch habt bei so einem Auto, fahrt nicht zu Nissan hin und fragt nach dem Preis von diesen beiden Dingern. Weil da passiert nämlich dann Folgendes. Ihr fallt in Ohnmacht, so teuer ist das nämlich. Der macht die Folgendes. Ihr baut das Teil hier hinten ab. Hier hinten ist nämlich ein Gewicht drunter gebaut. Das hat so um die 2 Kilogramm. Das wurde gemacht, damit das Ganze gleichmäßig hochgeht, damit der Dämpfer es ein bisschen schwieriger hat. Aber wenn der Dämpfer nachlässt, baut ihr einfach das Gewicht hinten aus und dann hält der Deckel auch wieder mit den alten Dämpfern. So, gucken wir uns das Bodenblech mal an. Das ist ganz klar ohne Unfallschaden, weil der 350Z quasi eine eingebaute Unfallerkennungsblechmaschinerie hinten dran hat. Hier ist nämlich ein ganz, ganz, ganz gerades Heckblech dran und sobald hier der kleinste Treffer drauf war, hätten wir hier hinten gesehen, dass hier unten sich was hochkrempelt oder verformt. So, gleich geht's weiter mit dem 350Z Nissan. Und ich mach weiter mit einem Audi TT Quattro. Und zusammen gucken wir uns den Chrysler Crossfire an. Den nehmen wir richtig in die Mangel. Hoffe ich. Naja, machen wir schon. Bleibt dran. Heute suchen wir ein Sportcoupé für Dennis. Der will 12.000 Ocken ausgeben. Genau. Die Aufgabe ist mindestens 200 PS und da haben wir uns gedacht, ein Chrysler Crossfire passt ganz gut. Ja, und natürlich ein Audi TT Coupé, also gehört dazu. Und Nissan 950Z, hallo, 280 PS, der muss natürlich auch sein. Und da bin ich jetzt. So, jetzt sind wir vorne angekommen. Vorne die Bremsscheibe sieht auch noch sehr gut aus. Der stand ein bisschen, der Kollege, ne? Ja. Wie lange stand der so? 3 Monate, 4 Monate. 3, 4 Monate. Zwischenzeitlich zwar TÜV gemacht, aber stand zwischenzeitlich auch lange. Okay. Ja, also Klötze sind angeditscht, sag ich mal. Klötze sind nicht mehr so taubfrisch. Scheibe dafür aber noch in Ordnung. An sich könnt ihr kostenmäßig einrechnen für ein 350Z einmal rundum machen. Scheiben, vorne, hinten Klötze, vorne, hinten 1.000 Euro. Das ändert die Rechnung massiv, vor allen Dingen, wenn man im Bereich von 11.000 Euro verhandelt. Bist du schon mal gefahren, das Ding? Ich bin damit nicht gefahren. Mein Bruder hat den abgeholt. Soll vernünftig fahren. Tickert leicht oben rum. Tickert leicht oben rum. Hört sich auch süß an, ne? Tickert leicht. Oben rum tickert. Tickert, genau. Ja, der war nicht schlecht. Langsam kommen diese altersbedingten Mängel immer mehr zum Vorschein. Das heißt, dieses Tassenstößel-Thema,
Das haben schon 1, 2, 3, 50 Sets. Das kommt schon wieder vor. Die Nockenwelle läuft hier oben durch. Wir haben insgesamt 4 Nockenwellen in dem Motor. An jeder Nockenwelle sind ja die Nocken dran, die das Ventil runterdrücken. Und darunter sind Tassenstöße. Dieser Tassenstöße sollte im kalten Zustand mit einem Mindestmaß von 0,28 bis 0,34 eingemessen werden. Wenn er dieses Maß einhält, läuft der Motor im Leerlauf sehr ruhig. Ihr müsst euch überlegen, diese Nocke haut ja quasi bei jeder Umdrehung der Nockenwelle auf diesen Tassenstößel drauf. Doch bei diesem Mindestmaß, was ich gerade meinte, ist das Geräusch minimal. Hier haben wir einen Tassenstößel, der oben schon so eine Art Tasche drin hat. Das heißt, die Nocke hat die Chance, mehr auszuholen und mehr drauf zu hauen. Somit entsteht das Geräusch. Was muss man machen? Man muss den Kettenkasten vorne öffnen, den Ventildeckel abnehmen, die eine Seite Nockenwelle rausnehmen und einen neuen Tassenstößel einbauen. Der muss aber wieder eingemessen werden mit dem 0,28 bis 0,34er Maß. Und das sind kostenmäßig schon so gut 800, 900 Euro. Mindestens. Das ist eine gute Grundlage zum Verhandeln. Doch, du weißt es nur noch nicht. Okay. Wir heben den Kollegen mal hoch, ne, ob er fliegen kann. Die Fair Lady, so wird sie nämlich im Fachkreisen genannt. Und man sieht Rost. Wirklich untypisch viel. Außenhaut. Ich weiß, Hasi. Hitzeblech. Ich weiß, Hasi. Selber heile. Bisschen Flugrost. Bisschen Flugrost. Ja, im Großen und Ganzen kein sauber Kollege, aber ein 350Z. Und das ist schon mal viel wert, denn wie gesagt, wir können das alles über den Preis regeln, Schatzi. Also wir gucken gleich, ich fahre mal Probe. Das ist doch jetzt keine Verhandlungs... Grundlage? Grundlage, das ist doch... Nein, Verhandlungsgrundlage ist es nicht. Ein Rost. Aber der Rost wird mutiert und noch eine Sache muss erwähnt werden. Boah, ich denke, bei der Profa wird uns Radlager technisch einiges entgegenkommen. Es wird schwer zu identifizieren sein, jetzt wollt ihr auch auf Radlagergeräusche achten. Doch, wenn das Ding auf Winterreifen steht, bei einem Fahrzeug mit viel Sturz, haben wir auch schnell einen Sägezahn. Das heißt, die Abrollgeräusche von den Reifen werden sehr, sehr hoch sein. Das heißt, man kann schwer differenzieren, ob es das Radlager ist, ich habe meine Handbremse angezogen, ob es das Radlager ist oder der Reifen. Carbon, nicht aus Metall. Wusstest du das? Nee. Siehst du wohl. Probefahrt? Du alleine. Kommst du mit? Rücken. Ich habe Rücken, habe ich dir gesagt. Nein, ich habe wirklich Rücken. Ehrlich? In so einem Auto komme ich schwer rein. Und Jean-Pierre nur schwer wieder raus. Mit diesem Auto hat die Tuner-Karriere angefangen. Und die Liebe zum 350Z. Die ist geblieben. Der Allgemeinzustand von so einem 350Z ist eigentlich immer gut. Die Materialien, die gewählt worden sind, ja, feinstes Japan-Plastik, ist relativ unempfindlich. Und ich muss auch sagen, der Innenraum ist für einen Japaner wirklich cool. Die Verarbeitungsqualität stimmt, die Haptik stimmt, wie stabil alles dran ist, die Sachen sind nicht so labil und dünn dran. Es wirkt wirklich wie ein hochwertiger Sportwagen. Man merkt schon, dass ich ein 350Z gern mag, oder? Kaum, zumal dieser 350Z auch noch relativ frisch wirkt, bis auf eine Sache. Beim Bremsen hört man, dass da wirklich üble Geräusche rauskommen. Das liegt daran, dass der Karren relativ lang stand. Das heißt, wir haben viel Flugrost auf der Bremsscheibe. Nicht wirklich schlimm, kann man alles wieder einfahren, aber muss vermerkt werden. Und noch etwas fällt auf. So, bei der Profa fällt natürlich sofort auf, dass die Kupplung schon böse einen auf den Deckel bekommen hat. Die rückt nur noch im letzten Moment ein, die Kupplungsscheibe ist super verschlissen, muss gemacht werden. Kostet um die 400, 500 Euro, ist nicht schön, aber wie gesagt, wir verhandeln da gleich mit dem Hassan. Ja? Gleich geht's erst los. Wir sammeln erstmal ein bisschen. Also, auf den Notizzettel kommt, Kupplung neu machen. Top Auto. Ich komm. Komm, hau mal einen raus. Ich bin ja fair. Ich lass dich erstmal kommen. Schönes Auto, F5. Lehrkunde Ruhrpott. Schönes Auto, L5. Ja. Das hörst du in München nicht. Zielt nicht. Nein, schönes Auto, gleich L5. Ah. Ich hab's quasi das gleich schon im Himmel stehen sehen. Schönes Auto, L5. Genau. Schönes Auto, 8 Mille. 8 Mille, spitz den Preis. Runder Leerlauf. Leichtes Tickern, ne? Hatten wir ja schon mal besprochen, aber warte. Nicht viel. Warte, bleib eben hier. Bleib eben hier.
Schöner Klang. Gut zu hören, ne? Schatzi. Da muss ja, können wir nicht wegreden. Kupplung muss gemacht werden. Kein Unfall. Der Sitz verstellt sich nicht. Unter 100 gelaufen. Ein Blinker fehlt. Zwei Vorbesitzer. Sprichst du mit mir? Ja. Du sprichst mit mir? Ja. Der Preis aber nicht für das Auto. Du willst mich jetzt schocken mit 8.000, damit wir gleich irgendwo bei 10.7 landen wahrscheinlich. Noch nicht mal 10.7. Kack ab doch. Ich sag mal, irgendwo so 11 Meter glatt. Nein, das ist zu viel Geld. Und das willst du auch. 10.000 Euro. Letztes Wort, 10,5. Nix. 10. Nein. Oh. 10,1. Und damit es so gut passt, 10,2. 10,3. 10,4. Einpacken. Von 11,9 auf 10,4, das sind 1500 Euro. Für die 1500 Euro hast du eine neue Kupplung eingebaut, da hast du Tassenstößel gemacht, da hast du das Auto schön gemacht und da hast du ein Top-Auto da stehen. Komm, gebe ich weiter. Das ist ein Deal. Danke. Bitte. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Preisverhandlungstechnisch war es dann halt doch kooperativ, sag ich mal. Die Mängel wurden aufgelistet. Die Preise für die Reparaturkosten wurden dann addiert. Sie wurden zur Kenntnis genommen. Genau. Und auch registriert. Und dann wurde es abgezogen und dann kamen wir halt auf einen, ich war im Preis an sich nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Wir waren, sind bei 10.400 Euro gelandet. Preistechnisch war ich nicht ganz so happy, weil es die Reparatur war. Schluckt ja wieder Geld. Ja, ja, genau. Und dann bist du wieder bei einem Z für die Summe und das geht billiger heutzutage. Für Sydney geht es nach Mönchengladbach. Auf dem Programm ein Audi TT. Also ich denke, wenn Dennis den TT nimmt, ungesehen, und ihn wieder in 3 Jahren verkauft, hat er auf jeden Fall weniger Verlust als bei allen anderen von den dreien. Das sage ich euch und das ist auch so. Na, mal gucken, wie er ist. Wenn er schon im Sportwagenzentrum steht, dann wird er schon gut sein, oder? Da ist er, der deutsche Schützenpanzer. Ja, hab nicht ich mir ausgedacht, haben die englischen Journalisten sich ausgedacht. Ja? Hier, wegen Kuckluken. Der German Schützenpanzer in Zahlen. Mit Baujahr 2000 ist er der älteste im Trio. 111.000 Kilometer hat er in 13 Jahren geschafft. Serienmäßig leistet er 224 PS. Ein moderates Chiptuning sorgt dafür, dass er die 250 PS-Marke knapp überschreitet. Aber mit 11.990 Euro kostet er gut 3.000 mehr als andere TT mit gleicher Ausstattung und Motorisierung. Der Kultklassiker mit der internen Bezeichnung 8N muss also wirklich glänzend dastehen. Ansonsten muss Sydney den Preis drücken. Verkauft. Ja. Also ist genau die passende Umgebung für einen TT, ne? Hallo. Hallo. Sydney. Steffi. Hi. Hi. Ich weiß nicht, irgendwie stoße ich nur noch auf Frauen. Die letzten paar Drehs waren ja nur mit Frauen. Ich glaube, meine letzte Frau war vor 2,5 Jahren. Erzähl mal so, Baujahr, Kilometer, ich muss das ja alles vergleichen mit meinen Gedächtnis, was ich in der Anzeige gelesen habe. Also der ist von Anfang 2000, hat 111, 200 noch was gelaufen. 111.000? Wie viel der Hand? Der hat 7 Liebhaber. 7? 7. 7, die ihn wirklich lieb gepflegt haben. 7, die Zahl, die vor 8 kommt. Ja. 7 Hände. Das ist wirklich krass, ey. Ja. Also 7 Vorbesitzer, wie ich das gehört habe, da bin ich ganz schön drüber geflogen. 7 ist wirklich nicht ohne. Er ist 8. Was? Im Endeffekt sind es ja 14 Hände, die ihn wirklich gestreichelt und liebkost haben. Wann ist denn 14 von dir? Nein. Also, deswegen denke ich mir, das waren grobe Arbeiterhände, die wahrscheinlich hier brachial rumgepeitscht haben. So, siehst du irgendwo was? Ja, weiß ich ja noch nicht. Okay, ursprünglich hat er ja 225 PS, ne? Oder böse Zungen sagen 224 PS. Ist ja ein Quattro. 224 eigentlich, genau.
Und durch die Motoranpassung mit Steuergeräten 254. Das ist auch schön. Normal würde man jetzt sagen, wie Tim Jeep, ne, sind wir auf 254 gekommen. Mit der Anpassung. Steffi, du begeisterst mich. Und was sagt die Bremse? Boah, der Bremser, dieser schwimmende Bremssattel, ne, der ist ja auch abgrundtief hässlich. Sieht er das? Aber ich glaube, sonst sagt die Bremse immer, ich bin da. Sagt die das? Ja, bei 254 PS muss sie das sagen. Was ist denn hier los? Dass die Kinder sich schaffen. Bin ich denn bescheuert? Hallo? Der ganze Ding ist mit abgeschraubt. Was schraubst du denn da ab? Ich schraub den ganzen Anfühlstütze mit ab. So, jetzt. Ich habe einfach zu viel Kraft. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Kraft. Auch kein weißer Schleier. So, Phase 2 geht jetzt hier los, ja? Weil irgendwie, wir müssen erstmal das Auto hören. Steffi, könntest du wohl bitte das Aggregat mal starten? Ich habe es gedacht, man hört. Warte! Der ist doch bestimmt noch nicht warm, Schatzi. Der kommuniziert auch mit mir. Warte, ich muss mal hören. Du hast Bleifuß, ne? Was ich hören wollte, ist, ob jetzt irgendwo ein bisschen Ladedruck entweicht oder sowas, ob irgendwas undicht ist. Aber dementsprechend, geh mal leicht Gas, leicht. Und mal so ein Gasstub, so ein Schub. Ich glaube einfach, hier ist nichts zu finden, ey. Wäre ein Wunder, weißt du? Die haben hier so eine Karre rumstehen und bei so einem TT, da werden sie es nicht verkacken. Danke! Steffi wollte mir einfach die Papiere nachher bringen. Ja? Und ich bin hinterher gewatschelt wie so eine Ente und denk mir so, ja, oh, mal gucken. Dachte mir so, ach, warte mal, hier ist eine Schale drauf. Hey, Steffi. Das ist so. Okay. Wumm, sag ich drinne. Da bin ich voll durchgestartet und hab den halben Tresen im Arsch gemacht. Ich wich gar nicht so viel. Ups. Das ist die Kraft, da hast du eben schon von gesprochen, ne? Sorry. Ups, ich hab die Waage beschmuselt. Was? Beschmuselt mit Kaffee. Sorry. Das ist nicht schlimm. Doof gelaufen, würde ich sagen. Nicht der erste Tresen. Nee, aber das ist schon wieder passiert. So dämlich kann ich doch eigentlich gar nicht sein. Wohl doch. Schade. Ja, so ist doch viel freundlicher, oder? Jetzt ist hier ein Loch, das sieht. So. So. Alle Schlüssel. Alle Schlüssel. Heißt? Ja, heißt, wir gucken weiter nach Papiere. Und wirklich, der Wagen hat eine durchgehende Historie, trotz der vielen Halter. Alles ist dokumentiert. Ich muss das Gefährt mal fahren. Und da ich jetzt hier einen Profi quasi habe, dann kommst du mit, ne? Darf ich mit? Ja, klar. Okay. Die Begeisterung hört sich natürlich anders an, ne? Du musst doch kämpfen für deine Argumentation deines CTs. Ich weiß ja, dass der Wagen super ist. Anschnallen, ist schnell. Er ist schnell. Die ersten Meter überzeugen. Motor, Fahrwerk, Getriebe und Lenkung. Der TT ist trotz seines Alters rüstig. Ich gucke mir das alles mal an hier. Was die Gummis so sagen, weil die Querlenker und so was alles, die leiden ja immer bei dem Auto. Nicht bei eurem Auto. Nee, Steffi, ist das so oder so nicht. Ist ja durchrepariert. Der TT setzte in Sachen Design und Verarbeitung Maßstäbe. Die Suche geht weiter. Ich höre nur so Abrollgeräusche, Radlager, all sowas. Aber ist alles gut. Das ist nichts, ne? Ach, super. Tja.
so ein Wind. Ist ja unser Auto. Ist ja auch unser Auto, natürlich. Was haben wir? Einen technisch einwandfreien TT, der optisch auch noch sehr gut in Schuss ist. Das macht die Preisverhandlung wirklich schwierig. Was möchtet ihr denn haben? Möchtest du jetzt von mir den letzten Preis hören oder was möchtest du mir denn geben? Wie möchtest du denn haben? Eher so hin und her oder eher auf dem Tisch und dann ist gut? Ist ja, mit auf dem Tisch ist ja die Frage, ob ich damit einverstanden bin. Arschkarte. Schade. Dumm gelaufen. Ihr möchtet für dieses Fahrzeug 11.990 Euro haben, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Da stand natürlich nicht drin, wie viele Hände es hat. Das war natürlich ganz unbewusst, weil ihr es vergessen hattet. Richtig? Nee, weil wir hätten mal reinschreiben sollen, 14 Hände haben es vorher gepflegt. Und lieb gehabt. Ich sag mal, was ist denn so, wenn wir in den 10er-Bereich kommen? Nee, keine Chance. Was ist denn, wenn wir 11.8 sagen? 11.8? Bist du mit 200 Euro entgegengekommen? Ja. Steffi, ich glaube, wir haben hier eine Wellenlänge. Ja. Wir schwimmen ja auf einer Welle, habe ich gedacht. Wir beide hier. Elf. Hm. Elf ist gut. Hm. Die anderen, die stehen alle so um die 11. 11 finde ich super. Ich aber nicht. 11.8 finde ich auch. 11.8 ist. Ist schön. Mhm. 11 fände ich viel schöner. Nee. Okay, wir machen es glatt. 11.111 und 11 Cent. 11.250, das finde ich cool. Weil ich muss einfach. Du sollst mir entgegenkommen. Du sollst ja nicht von 11.111 auf 11.250. Was? Das sagt mir gerade Madame. Also ich komme von 11.999. Ja, ich bin schon von fast 12, bin ich ja jetzt schon auf 11.7. Ich bin hier schon 300 Euro entgegengekommen. 11.3. 11.6. Wo lang muss ich? Links. 11.3, Punkt. Nee. Wo lang? Geradeaus. 11.4. Warum gehe ich eigentlich hoch? Komm, mach mal 11.5, dann hast du für Dennis ein super Auto. 11.450. 11.5. Ich bin jetzt auch schon 500 runtergekommen. Du bist 490 runtergekommen und ich bin 1.500 Euro da hochgekommen. Oder 1.400. Von meinen ursprünglichen 10.000 Euro. 11.450. 11.470. Boah. Das ist ja krass. Ich lasse den nicht so einfach. Ja, meinst du nur, weil ich eine Frau bin, geht das? 11.470. Okay. Hat der Dennis wirklich ein schönes Auto? Und Mittagessen geht auf dich. Pommes rot-weiß? Das ist mir Latte. Okay. Vom Preis her ist er wirklich oben angesiedelt. Aber wenn Dennis bereit ist, für das Budget von 11.000 oder sagen wir 12.000 Euro einen TT zu kaufen, dann ist er wirklich ein zu empfehlender Kandidat. Den letzten Kandidaten geben sich die PS-Profis gemeinsam. Auch zum Crossfire, würde ich sagen, ne? Mal einen Osnabrücker zum Liebhaben. Genau, ja. Mal was Besonderes, mal was Spezielles. Mit wenig Laufleistung. Der Jüngste. Genau. Ich bin gespannt. Ich auch. Auf geht's. Ach gut. Guck mal, das wird er sein. Bestimmt. So viele gibt's ja nicht von den Crossfires. Einer von 45.000 Exemplaren. 2004 gebaut, seitdem 77.000 Kilometer gelaufen. Von Natur aus mit einer reichlichen Serienausstattung soll der Crossfire 11.890 Euro kosten. Unter dem Ami-Blech verstecken sich die 218 PS und die Technik eines Mercedes SLK. Denn der Crossfire entstand in der Zeit, als Mercedes Daimler Chrysler hieß. Das spricht auch für eine hohe Wertigkeit, die statusgemäß zum Autohaus Schlunz passt. Den Crossfire präsentiert Chef Schlunz persönlich. Hallihallo.
Hans Schlunz. Hans Schlunz? Ja, grüß dich. Wie hat Hans Schlunz geschafft, 42 Jahre zu bestehen? solche Fragen sind aber überflüssig. Genau. Was fragst du denn solche Fragen? Ja. Wenn du dann mit ihm ins Gespräch kommst, dann weißt du es warum. Weil er hat so eine geile Art irgendwie. Ich finde, es ist einfach sympathisch. Man kann ja alles fragen. Hat er einen Unfall schon mal gehabt hinten? Weil ich sehe jetzt nichts. Nee. Hat er nicht gehabt? Nee, wir können eine Brille tauschen. Sogar eine Gleitsichtbrille. Also für weit und nah. Jetzt sieht er erstmal richtig was. Ganz anderes Wohlgefühl. Ich finde es so bequem, weil alles so. Aber du siehst, du erinnerst mich an jemanden mit der Brille. An Herrn Schlunz. Guck mal, bitte. Ich sehe jetzt nichts, aber guck mal. Ja. Du siehst aus wie. Du hast irgendwas von Bono. Sommer. Hey, so sehe ich später aus. Hallo, du siehst so ein bisschen aus wie der Rock, Alter, ohne Scheiß. Er ist Meter größer. Aber Schlunz, Sie holen mich gerade voll aus der Reserve. Ja, mit der Brille. Also nach dem Check dachte ich mir, ich kenne Hans Schlunz 50 Jahre. So alt bin ich noch nicht, aber so kam es mir vor. Herr Schlunz, wenn Sie gerade mal bei mir sind, ne? Ja. Ich sehe hier gerade was ich gar nicht schön finde. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Ja. Die Argumentation jetzt. Ja. Da war ein böser Bordstein, ne? Richtig. Und dieser Bordstein. Aber ein ganz kleiner nur. Ja, aber der war ganz schön tief, der Kollege. Also der hat ganz schön viel abgetragen von meiner Karkasse hier. Der ist ja, bin ja fast auf Draht drauf. Also jetzt eine dünne Schicht haben wir noch. Sollen wir mal die Brillen tauschen? Nee, sieht man so. Schon. Ein fieser Kollege, ne? Ja, das stimmt. Profil ist super. Super, ja. Aber natürlich jetzt so die Macke. Ja. Und genau am DOT. Ja. Am Dot. Uiuiuiui. Also, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, ne? Der ganze Frontrahmen, der ganze Bereich hier unten ist alles 1:1 in SLK 320i. Ja. Nee, 320i ist gar nicht, ein 320er SLK. 3,2 Liter, Motor haben wir hier 218 PS. So ein Karton geht in ungefähr 6,9 Sekunden auf 100, was wirklich ganz stramm ist. Und an sich finde ich diesen Motor vor allen Dingen in Verbindung mit dem Automatikgetriebe an sich sehr spurtstark. Genau, das geht ganz gut vorwärts. Richtig, ja. Ne? Ja. Schon ein halber Rennwagen. Ja. Ne? Ist kein Rennwagen. Sie wissen, was ein Rennwagen ist. Ja, klar. Das siehst du wohl. Ja. Aber das klappt doch hiermit. Doch. Der Stund ist nämlich auch früher Rennen gefahren. Genau. Bis 1999. Das ist dein Moment. Jetzt musst du durchladen, Mann. Ja. 1999. Und wo sind wir gefahren? Halb Europa und Nordschleife. Hört ihr das gut an? Ach ja, der Motor pfeift und fiept. Hört ihr das? Das geht gleich aus. Das ist nämlich die Sekundärluftpumpe. Die sorgt dafür, dass die Abgasnormen alle eingehalten werden. Die müsste so, wenn die Abgastemperatur dementsprechend hoch ist, die Katalysatoren warm werden und die Lambda-Sonde 1 und 2 das erkennen, ausgehen. Und das müsste passieren in... ich wollte gerade runterzählen. Shit, jetzt ist er aus. So, und damit der Chrysler-Fahrer nicht zu doll denkt, er fährt Mercedes, sieht man hier die Einsparung. Normalerweise bei Mercedes ist hier so ein schöner Plastikgriff mit so einer Abdeckung, dass man das komfortabel öffnen kann. Bei einem Chrysler ist es einfach nur gebogenes Blech. Ja, so. Aber was viel Wichtigeres gibt es. Heutzutage wird immer mehr geflunkert, ob die Fahrzeuge auch wirklich die Ausstattung haben, die draufsteht. Das kontrollieren wir jetzt. Wir machen ein Spiel raus. Ja. Wer zuerst die Antwort beantworten kann, bekommt von mir nichts. Leck mich am Arsch. Wirklich? Ja. Doppelendrohr Chrom. Hat er. Elektrische Fensterheber? Auch. Vorne. Ja, wo denn sonst? Da vorne. Ja. So alle Schiebungen hier. Zwei Zonen Klimaanlage? Zwei Zonen? Hier. Hat er? Ja. Blau und Rot. Ne, blau und rot ist nicht die zwei Zonen. Links und rechts sind die zwei Zonen. Ja, zwei Zonen ist doch nicht blau und rot. Das wäre ja die Links, links und rechts. Kosmetikspiegel. Das müssen wir kontrollieren. Das müssen wir beide ausprobieren. Ist ein Spiegel, aber ohne Beleuchtung. Oh. Spiegel ohne Beleuchtung. Das kannst du so nicht sagen. Kosmetikspiegel verstehe ich als Frau etwas anders. Für die gute Selbstreflexion bekommt der Hofmann 10 Punkte. Hab ich gewonnen, wa? Na. Nee, noch nicht. Ja.
Augen auf und los geht's. Was der Motor beim Testlauf versprochen hat, hält er bei der Probefahrt. Böse Menschen würden sagen, er fährt besser, als er aussieht. Ich finde, man merkt schon vom Fahren her, dass es ein Mercedes ist. Ja. Wie das Automatikgetriebe so reinrückt und so. Ja. Alles so zart, das Lenkgetriebe. Aber hier sieht man wiederum, dass es ein Chrysler ist. Magst du das Plastik nicht? Ich finde das, wenn Plastik, finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, aber es ist halt alles Plastik, ne? Das ist halt typisch. Ja, selbst das Ding hier, ne? Aber der Himmel auch noch schön. Riecht doch gut. Meine Nase ist zu. Wo ist denn hier? Guck mal. Super. Schick, schick. Die Nase zu, das Handschuhfach offen. Viel Stoff für die Preisverhandlungen liefert dieser Crossfire nicht. Die PS-Profis brauchen eine andere Taktik, um Chef Schlunz in die Knie zu zwingen. Wir lassen ihn erstmal kommen. Okay. Und dann sagen wir einfach, du, wir müssen echt bei 11. Vielleicht landen wir dann bei 11.1 oder so. Okay. Der haut auch einen raus. Was den beiden wirklich in die Hände spielt, ist die Seltenheit eines Crossfire. Dazu kommt der galoppierende Wertverfall eines Chryslers, egal wie viel Mercedes in ihm steckt. Schon jetzt ist klar, es wird eine heiße Preisverhandlung. 12.790 Euro. Genau. War ja angedacht. Ja. Das war eine süße Idee. Ja. Ja. Man muss ja auch mal so ein bisschen träumen können. Was für einen Preis stelltet ihr euch denn vor? Also, ohne lange zu fackeln, ne? Mhm. Ja. 11 Mille. Der ist aber ein bisschen, habt ihr euch verrechnet? Der ist eine ganz schlechte Summe. Also 11.500. Nee, du musst ja auch mal sehen, du musst das Ding ja auch vom Hof kriegen. Andere Crossfire sind ja auch wesentlich billiger. Das ist die Summe, die wir zahlen für das Fahrzeug. Das muss. Was machst du denn da, Hansi? Das ist weit weg von unserer Vorstellung. Nein. Der Reifen. Lack, Front, Stoßstange, Haube. Der Reifen. Der gute Conti-Reifen, verstehst du? Ja. Der will unterhalten werden. Den habe ich jetzt abgezogen, den Conti-Reifen. Gebrauch, ein Conti-Reifen, 150 Euro. Bei 11.250 Euro machen wir drei Süßen jetzt eine Punktlandung. Schabam, Alter. Na, den brauchst du gerne mal berühren. Also, doch. Nein, Hansi. Warte mal, 350, sag mal, was ist denn da verkehrt? Aber 11.350 hört sich besser an. Das passt auch. Das, warte mal, Hansi. Hast du noch irgendwas uns dazu zu geben? Hast du noch einen Wunsch, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Aber nicht kostenlos. Das ist, sag mal, kostenneutral. Nein, das geht nicht so einfach. Schenk uns mal ein bisschen Liebe. Schenk uns mal ein bisschen, wir respektieren uns doch. Ich schenke euch dann ein schönes Auto dann. Ach, schenken Sie uns für 11.500 Euro ein Auto? Ja. Das ist ein tolles Geschenk. Ja. Jetzt sitzt ein Hans Schlunz vor dir. Ja? Er ist aus dem Baujahre 47. Und erzählt dir? Nein, Jungs. Ihr versteht das Business nicht. Da könnten noch 4 Winterräder da sein. Das ist so ein Wort. Also, weißt du was? 4 Winterräder. Und weißt du was wir? Weil wir uns respektieren. Genau, guck mal. Weil wir uns respektieren. Der rechnet falsch. Nee, der rechnet jetzt ganz richtig. Weil wir uns respektieren. Weil wir uns respektieren, machen wir genau diesen Preis. Nicht runtergehen. Hansi, guck dir das mal an hier. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt mit den Winterrädern auf Alufelgen. Ich glaube, du bist aber. Wie hast du das in 42 Jahren geschafft mit diesem Autohaus? Ja. L4 mit Winterreifen. Das ist ein Deal. Ja, okay. Geht doch! Gut, ja. Hansi, das ist mein Mann. Ich würde sagen, das ist mein Preis. Ja? Sturz. Haben wir mal richtig einen rausgehauen. Vergleichbar mit einem Börsencrash. So euphorisiert geht es direkt zur Entscheidung. Was habt ihr denn für mich? Los geht's. Nissan 350Z. Schwarz matt foliert. Grüner Außenspiegel, so ein grüner Heckspoiler, die Serienräder. 280 PS angegeben, aber die sind immer so ein bisschen schwach auf der Brust, die Kollegen. Aber das Ding geht ganz gut vorwärts. 11.9 wollte der Kollege haben, runtergehandelt auf 10.400 Euro. So, gemacht werden muss, und zwar folgendes. Ein Tassenstößel oder zwei Tassenstößel sind haben zu viel Spiel zur Nockenwelle. Und somit klackert und klickert der halt sehr, sehr laut im Leerlauf. Auch während der Fahrt leider.
Das muss gemacht werden, das ist nicht zu vernachlässigen, das sollte wirklich gemacht werden. Und die Kupplung ist auch kurz vor Ende. Die beiden Sachen zusammen werden dich schon, denke ich mal, um 1000 Euro wieder ärmer machen. Somit kommst du von 10,4 auf 11,4 ungefähr. Im Budget. Ja, im Budget. So, ich komme jetzt mit etwas Klassischem quasi, ja? Quasi den Klassiker unter Sportcoupé. Und PS haben wir auch. Ja. Ja? Audi TT Quattro, 224 PS, also K04-Lader, ja, den großen Kollegen. Und dann haben wir noch eine kleine Kennfeldoptimierung durchgeführt, was wir nicht, aber der Vorbesitzer. Und sind es bei 254 PS. Jetzt ist das Ding aus Baujahr 2000, da brauchst du aber keine Sorgen machen, weil das Ding steht wirklich gut da. Jetzt fragst du dir ja mal gucken, wie viele Hände hat der denn gehabt? Jetzt erschreck dich nicht, weil das wäre eigentlich ein Ausschlusskriterium. Siebte Hand. Was? Ehrlich? Sieben Hände. Nee, warte mal. Eigentlich sind es 14 Hände. Ja? Hat immer die Verkäuferin gepflegt zu sagen. Ja? Das Coole daran ist, dass jede Hand wirklich nachzuweisen ist, weil es ist der erste Brief in Kopie da, der zweite Brief, also es ist alles da. Preislich. 11.990 wollte haben. Und ich habe auch sensationelle, obwohl das Auto ja eigentlich gar nichts hat. Da muss jetzt auch mal ein bisschen, ne, Emotionen ein bisschen hochkommen. Habe ich trotzdem den Preis auf 11.470 gedrückt. Ist ganz stolzer Preis, aber er ist auch, ist wirklich wert. So, der letzte Kollege, was ganz Besonderes, ein Chrysler Crossfire. Besonderes Auto, optisch auf jeden Fall. Es steckt ein SLK drunter. Technisch also eine sehr solide Technik von Mercedes. Und wurde in Deutschland gebaut. Genau. Ja. In Osnabrück. Baujahr 2004, 77.000 nur weg. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. 218 PS, die hat er auch wirklich. Ist nicht so ein 0815-Auto, das siehst du nicht so oft. Hat immer zwei Gründe, warum man ein Auto nicht oft sieht. Entweder weil er scheiße ist oder weil er halt selten ist. Ja, stimmt. Scheiße. Selten. Wurde ja auch nicht ganz so oft gebaut. Ich glaube, ich weiß was an dem. Aber egal. Bleibt dran. Seht ihr gleich. Heute suchen wir ein Sportcoupé für Dennis. Der will 12.000 Ocken ausgeben. Genau. Die Aufgabe ist mindestens 200 PS. Und da haben wir uns gedacht, ein Chrysler Crossfire passt ganz gut. Ja. Und natürlich ein Audi TT Coupé. Also, gehört dazu. Und Nissan 950Z. Hallo? Ich glaube ja. Ich glaube, ich. Guck selber. Ja. Ich würde es mal sagen, der Mercedes. Der Chrysler Crossfire. Der ist nicht so Ratzfatz. Ist es nicht? Nein. Okay. Dann noch die beiden. Solides Auto. Wie war es mit der Folie? Die Folierung ist, ich sag mal so, wenn sie drauf bleiben sollte, ist das nicht unbedingt sehr positiv. Okay. Drunter ist er Silber. Und eigentlich würde er in Silber besser dastehen. Ja, ich würde mal sagen, da steckt noch ziemlich viel Arbeit drin im Nissan. Im Nissan? Ich glaube, der fällt aus. Ich nehme den TT. Das ist doch mal eine Entscheidung. Deutsches Wertprodukt, ordentliche Leistung. Turbo. Das passt. Sehr gute Entscheidung. Ich werde mal kurz die Dame anrufen. Ja, schönen guten Tag. Du, ich war doch da wegen dem TT, ne? Der Dennis, der möchte den haben. Unglaublich, ne? Ja, kannst du mit dann? Das wäre super, ja. Okay, dankeschön. Tschüss. Ich würde sagen, TT bestellt, ne? Der Dennis hat sich mal für den turboaufgeladenen Motor entschieden. Eine gute Entscheidung. Der hat sich einmal für das wertstabilste Auto in dem Trio entschieden. Hat er auch. Da, dein Silber, da TT. Geil, oder ja? Ist das geil? Blitzeblank. Quasi aus wie neu. Du kannst deine Füße auch nach vorne bewegen, Meister. Das ist deins. Dennis? Ja, Dennis. Ja. Dein neues Auto? Oh. Wow. Oh. Ich gehört dazu. Hä? Das wäre auch nett. Hi, Jean-Pierre. Hallo, Sydney. Hi. Und jetzt guck dir mal an, wie schön das Leder noch aussieht. Guck mal. Richtig gutes Leder. Schick, du hast ein schönes Auto rausgesucht. Das ist schon ein geiles Auto. Und das nach 13 Jahren, ne? Viel Spaß noch, Meister. Tschüss. Und nicht versemmeln, ne? So, Steffi, komm mal ruhig näher hier. Wir haben noch einen Deal offen. Muss ich raus? Muss ich gehen? Augen zu und Ohren zu. Besser ist das, glaube ich. Nee, pass auf, sie ist noch ein Mittagessen schuldig.
Es war inklu im Preis. Wir hatten gestern schon über Pommes Rot-Weiß gesprochen. Ich hab mal Bock auf Kuchen. Ja, ich back mehr, aber ne? jetzt nicht. Schatzi, ich back? Ja? Nee, ja. Nee, wir gehen zum guten Bäcker. Um die Ecke da. Das machen wir. Und du nimmst Schöner hier die. Backparadies. Das nehmen wir. Und du zahlst die Zeche. Das Backparadies? Ist ja. lecker. Ist lecker. Ist richtig lecker. Hm. Nee, ich will Frucht haben. Eine Pflaume. Ja, ne? Aber ich mag einen Scheußkuchen. Ein Apfelstück.